So nennt ihr das System für Objekte oder Service am Internet zu kaufen oder zu verkaufen. Das geht schon eine gute Zeit. Und mehr Lützebäuer sind auch fleißig und begeistert E-Commerce-Nutzer. Eine Umfrage vom Stadtec aus dem Jahr 2013 noch, haben über 80% der Lützebäuer schon ob manst ein Keer etwas über Internet gekauft. In der Spitze von der Verkaufshitparade leihen Bücher. Und da gibt den Internet aber auch ganz tags geholfen, Hotels zu reservieren, Fliegeren, Lokationsautos zu buchen. Aber gerade an diesen Bereichen geht durch den elektronischen Handel den traditionellen Handel völlig auf den Kopf gestellt. Es geht nun aber nicht darum, dass der Onlinehandel den normalen Kommerz soll ersetzen. Wir brauchen unbedingt beides. Es geht vielmehr darum, Stoffen für die Verbraucher zu verbessern und den Unternehmen neue Möglichkeiten zu geben, für ihre Produkte zu verkaufen. Mit kleinen Unternehmen kommen so zum Beispiel ohne Taschenhändler direkt an den Klient. Zu Lützebäuer sind wir ganz gut präpariert auf die Herausforderungen vom E-Commerce. Der Konferenz von der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung noch leihen wir sogar auf Platz 1. Andere Tüte gesehen als auch am Spitzengruppe. Das heißt aber noch nicht, dass zu Lützebäuer alles perfekt wäre. Noch stärken Zahlen an der Vergangenheit wären Schifferen und Lorizent echt rückläufig. Besonders wenn es darum geht, das Potenzial von unserem Verkauf über die Grenzen heraus auszubauen, gibt es noch große Probleme. Als Gelenkland sehen wir die Barrieren extra deutlich. Wir geben ja gerne die ganze Bandbreite von der EU nutzen, als Konsument und als Unternehmen. Mit dem, was am normalen Handel ziemlich gut funktioniert, stehst du beim Internet auf Grenzen. Ganz klar geht das beim Thema Vertragsrecht. Fakten leihen um dich. Die Europäische Konsumentenschutzverband hat letztes Jahr an ihrem Rapport über die grenzüberschreitenden E-Commerce auf Top 5 von der Reklamationen hingewiesen. Auf 4 von diesen 5 geht es um Vertragsrecht. Eine Dienstleistung, die nicht geliefert oder annulliert wird, das ist eine Sache von Geoblocking. Ein Produkt oder eine Dienstleistung, die nicht konform ist zu der Bestellung. Ein Kontrakt, den annulliert wird, zusätzlich Kosten, die auffallen. Durch so Probleme geht Vertrauen vom Verbraucher sehr verloren. 61% von europäischen Konsumenten trauen dem E-Commerce am eigenen Land. Wenn es dann aber über die Grenzen am europäischen Ausland geht, sind es nach just 38%. Das ist dafür wichtig, die europäischen Regeln für den Konsumentenschutz solid und einheitlich zu gestalten. Aber auch die Unternehmen haben Probleme an Kosten, die entstehen, sobald sie an der Grenze verkaufen. An der EU gehen die Kosten auf 4 bis 8 Milliarden Euro geschätzt. Das heißt, alle Unternehmen müssen rund 9.000 Euro pro Land an das Wollverkaufen mehr errechnen, besonders für Kleinfirmen, ein gewaltiges finanzielles Problem. Ende des Jahres legt die Europäische Kommission ein neues Legislativproposal auf den Tisch, was das grenzüberschreitende Vertragsrecht angeht. Die neue Proposal ist eine Version Light von dem, was ich schon 2011 als Kommissarin proposiert hat. Aber immerhin sind kleine Verbesserungen besser wie gar keine Verbesserungen. Es geht nämlich darum, für 28 Systeme durch ein gemeinsames europäisches System zu ersetzen. An ein anderes Thema steht dann auch noch auf der Liste von der Kommission für 2016, den europäischen Tarif für PEC zu verschicken. Die grenzüberschreitenden Versandkosten sind heute 2 bis 5 Mal mehr hoch wie die Nationalpreise. Brüssel kann die Tarife vielleicht nicht ganz einfach aufsetzen, aber Preistransparenz und die Überwachung der Preise wären die echt wichtigen Schritte. Denn E-Commerce ist wichtig für die Wurzeln und für die Arbeitsplätze in Europa. E-Commerce ist hauptsächlich zu Lützebäuer wichtig, weil wir so klein sind und müssen über die Grenze gehen. Dafür müssen Brüssel und Lützebäuer auch an diesem Dossier zusammen schaffen, für das ganze Potenzial zu nutzen. Dadurch werden als Unternehmen, dadurch werden
als Verbraucher, und dafür sorgen wir zu Brüssel am Europaparlament.